Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Dust in Elysian Tale. Und in der letzten Folge wurde das Dorf Aurora mal wieder angegriffen, dieses Mal aber von Untergrund. Und diesem Angriff gehen wir nun auf die Spur und sind in dieser hübschen Leuchthöhle gelandet, in der es wieder komische Gegner gibt. Oh, und zwar in verschiedenen bunten Farben. So, einfach weg mit euch. So. Nehmt das und das. Ach, die lassen gut Beute fallen. Dort unten ist schon mal unser Händlerfreund. Hast du was Neues im Angebot für uns? So, you have slain the one known as Fuse. Ja, das haben wir. I had no choice. He'd lost his mind, murdered many innocents. I am not judging, friend. His death was sad, but necessary. Bist du vielleicht auch ein Mondblüter? Forgive me for asking, but are you a Moonblood? Ja, genau den Gedanken hatte ich auch gerade. Moonbloods. They are an ancient race, and their presence is not tolerated in these lands. One would be at a disadvantage among so many warm-blooded creatures. Also, ja. I understand. I believe you do not, my friend. But I will not press the matter if you do not. Gut, das können wir akzeptieren. Kakao, die tödliche Leckerei, die brauchen wir auch nicht. Waffen-Upgrades bringen uns alle nichts. Nö. Verkaufsmodus, gucken wir mal. Was haben wir noch nicht katalogisiert? Tentakel. Und Spritzkäferauge. Bestienleder. Nein, den haben wir schon. Schrott können wir, glaube ich, allen verkaufen. So, und dann gucken wir mal. Die Kraftsalbe brauchen wir nicht. Und ansonsten brauchen wir eigentlich alles. Wandhühner haben wir noch genug. Deswegen geht es jetzt einfach mal weiter nach oben hier. Hier ist der Speicherpunkt. 5 Weg Save. Und hier sind Gegner. So. Beziehungsweise hier waren Gegner. Wow. Wow, wow, wow. So, nehmt das. Okay, hier in der Höhle sieht es eigentlich wirklich wieder schön aus, auch wenn es kurzzeitig ein Stückchen dunkel war. So, Truhe. Truhe ist praktisch. Und Schlüssel haben wir ja genug. So, Truhe öffnen. Oh, viele Brezeln. Und ein paar andere Gegenstände. Und ein brutales Upgrade, was wir nicht brauchen eigentlich. Aber das gibt Geld und Geld ist immer gut. Und Level Up. Angriff. Ne, Lebenspunkte. Wir haben so viel Angriff. Ob man das überhaupt irgendwann mal auf Maximum bringen kann? Ich meine, welches Level haben wir jetzt? Schon Level 10. Ah, gibt's da oben noch was? Gucken wir mal kurz. Da drüben. Ja. Da hat's einen Schlüssel gegeben. Sehr schön. Ich hoffe ja, dass wir bald mal wieder eine neue Fähigkeit kriegen. Ach, da hinten können wir nicht drauf springen. Doch, können wir. Aber hier oben ist nichts. Nur mal kurz gucken. Wir können ja auch hier noch runter. Ah ja, hallo. Barriere.
Ah, die kriegen wir von der anderen Seite dann kaputt wahrscheinlich. Wenn wir hier mit einer Bombe hochgehen. Ja, genau so. Ich hoffe, die Bombe tickt jetzt nicht gleich und explodiert. Oder? Ist sie noch? Nein, sie ist noch nicht da unten. So, Flammensäule für euch. Nette Rätseleinlage, also von da unten die Bombe holen und sich dann den Weg hier zurückkämpfen. Wow, und jetzt hat sie angefangen zu ticken. Perfektes Timing, würde ich sagen. Und hier kommen wir nicht runter, weil wir da von der anderen Seite erst hin müssen, ne? Okay. Vielleicht haben wir ja Glück und kriegen hier endlich mal diese Dash-Fähigkeit. So. Komm her. Genauso ist brav, brave Bombe. Sehr schön. Speicherpunkt und weiter runter. Oh, böser Gegner. Ja. This creature is too well defended for a straightforward assault. Das habe ich mir schon gedacht. We'll see about that. Ja. Okay, that was a bad idea. Das habe ich mir auch gedacht. It is practically invulnerable unless you stun it with a parry, like so. He went down. Ja. Dust, would you like a refresher on parrying? Nein, ich bin bereit. Okay, davon nimmt er auch keinen Schaden. Au, aber ich krieg eins auf den Deckel. Wow. Kette zerbrochen, hm? Okay, ich muss ihn erst betäuben. Das ist schwieriger, als es aussieht. Au. Nein, 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 ich will nicht sterben. Zimtgebäck. Zimtgebäck, Wandhühner. Okay. Komm her, du. Das ist schwieriger, als es aussieht. Jawohl, jetzt haben wir ihn aber. Hoffentlich war das der einzige von denen. Was ich aber bezweifle. Nicht mal Fidgets Flammenstrahl konnte was gegen den ausrichten. Ich habe so das Gefühl, da kommt gleich noch einer. Deswegen werfe ich mir noch ein Hähnchen ein. Nee, was ist das für einer? Einer, der wegrennt. Whoa, what was that? Keine Ahnung, Fidget. Not sure, but it sure did run off in a hurry. War das auch ein Mondblüter vielleicht? Safe Point auf jeden Fall. Ist schon mal gut. Ups. Oh, hallo. Ja, einmal Flammensäule für euch. Ey. Hört auf, sich zu beißen. Okay, ich will erstmal wieder nach oben. Das war jetzt nämlich nur aus Versehen, das Runterfallen. Hey.
Jetzt kommen die, fallen die schon aus dem Himmel. Hm? Genau, hier rüber wollte ich. Gibt's hier etwas? Außer Gegner meine ich natürlich. So. Und da sind noch zwei, die restlichen sind leider runtergeflogen. Klebstoff. Ach, hier oben geht's weiter. Okay, hier ist eine Truhe. Na, dann öffnen wir diese mal. Ring des Bergarbeiters. Plus 10 Angriff, plus 6 Glück. Dafür brauche ich irgendwelche Fingernägel. Was bist du zur Hölle? Oh. Du warst nichts Nettes. Noch eine Truhe. Öffne dich, Sesam. Zimtgebäck. Und ein neuer Gegenstand für hier. Plus 2 Angriff. 12 Verteidigung. Oh. Und 4 Glück. Dafür brauchen wir aber die nötigen Materialien. Die könnte ich mir theoretisch bei ihr hier kaufen. Schade, dass ich nicht Baupläne verkaufen kann. Aber gut, lassen wir das mal. Wow, wie viel Geld wir auf einmal haben. Hat sich das gerade irgendwie verdoppelt, während ich nicht aufgepasst habe. Nehmen wir noch mal ein Wandhähnchen, dass wir etwas mehr Lebenspunkte haben. Ich wünschte, es würde irgendwo einen Ort geben, wo man die wenigstens mal wieder auffüllen könnte, die Lebenspunkte. Nicht nur durch Heilgegenstände. So, hier ist ein Händler. So. Erstmal wieder die hier weg. Und du weg. Noch ein Rezept für eine Halskette und ein blauer Pilz. Zum Entgiften. Hm? Anhänger der Armen. Ah, der schon wieder. Sieht aus wie ein Frosch oder ein Pilz. Wait. Und weg ist er. Let's follow him. Ja, versuchen wir es wenigstens. Erstmal hier hoch. Nach oben kommt man leichter als nach unten. Beziehungsweise andersrum. Nach unten kommt man leichter als nach oben. Deswegen gucken wir erstmal, was oben ist. Hä? Oh, die Höhle wird immer verwinkelter. Wow, und sogar mal was Ordentliches zum Heilen. Es sind so viele Speicherpunkte hier. Auch nötig schon wieder einer von euch. Ja, genau so kann man ihn ausschalten. Und zwar ziemlich gut sogar. Wie soll man eigentlich eine 1000er Kombo schaffen? Jedenfalls nicht bei den Gegnern. Ich hoffe mal, da kommen. Ah, okay, da sind solche Kletterdinger.
Oh, gerade noch so ausgewichen. Diese Riesenspinne. Ich habe so das Gefühl, wir hätten doch erstmal nach unten müssen. Wahrscheinlich finden wir dort die Fähigkeit zum Klettern, hoffe ich mal. So, hier. Oh, das war mal eine schöne Hit-Kombo, auch wenn es nicht gerade die beste war. Ja, wir haben bald wieder ein Level up, merke ich gerade. Und hier klingt das schon wieder nach so einem Riesen, hä? Wow, das haben wir sogar parieren können. Auch gut. Weg mit euch. Und Stufenaufstieg. Aber den machen wir erst in der nächsten Folge. Bis gleich.